Herzlich willkommen zum Profi-Praxistest. Wir testen heute den Juwel 8i. Wir haben hier schon ein bisschen Fläche geflügt. Ich habe einfach mal zwischendrin angehalten. Wir wollen euch hier jetzt mal ein paar Besonderheiten an diesem Flug zeigen, die man durchaus kontrovers diskutieren kann. Isobus-Ausstattung bedeutet hier an diesem Flug zunächst einmal hier einen Jobrechner verbaut und fast alle Zylinder sind mit Wegmesstechnik ausgestattet. Das heißt, hier gehen überall Kabel rein, die es möglich machen, mit dem Zylinder eine abgespeicherte Position immer wieder anzufahren. Weitere Besonderheit, die es aber auch für den Standardflug gibt, ist hier der integrierte Packer. Der ist natürlich auch in die Isobus-Steuerung integriert. Das heißt, ich kann ihn über das Terminal auch ansteuern, absenken, in die Parkposition fahren und auch die unterschiedlichen Druckstufen über das Terminal steuern. Markant für die Ausstattung ist auch hier die Anbausituation. Das heißt, wir haben hier keine klassischen Hydrauliksteuergeräte, die gekuppelt werden müssen, sondern es sind lediglich die drei Anschlüsse der LS-Hydraulik hier anzuschließen und dann lässt sich der Flug komplett über das Terminal steuern. Auf den ersten Blick sieht man es dem Lemken Juwel 8i nicht an, aber der Flug mit Isobus-Ausstattung ist nahezu vollständig mit intelligenten Hydraulikzylindern, Sensoren und Jobrechnern ausgestattet. Doch der Reihe nach. Die Transportstellung lässt sich komfortabel am Terminal ansteuern. Für den Fahrer bleibt das An- und Abbauen der Beleuchtung und das Schwenken des Stützrads. Der Oberlenker kann angebaut bleiben. Der Juwel 8i basiert übrigens auf dem Juwel 8MV mit 140 x 140 mm Rahmenrohr, 85 cm Rahmenhöhe und 1 Meter Körperabstand. Er ist mit 4, 5 und 6 Furchen erhältlich. Auf Wunsch gibt es auch eine On-Land-Variante. Das Pflügen in der Furche bleibt möglich. Für die erste Furche gibt es im Terminal bereits eine passende Einstellung. Sie lässt sich leicht aktivieren. Kleinere Anpassungen während der Fahrt sind kein Problem. Schon geht es los. Auch der Flexpack-Packer ist eine Option und voll in das Bedienkonzept integriert. Seine Arbeitsbreite ist variabel und ändert sich mit der Arbeitsbreite des Pfluges. Die Parallelogramme, die den Packer tragen, sind hydraulisch vorgespannt. Der Druck lässt sich in zwei Stufen im Terminal anpassen. So übernimmt der Packer Gewicht vom Pflug für die Rückverfestigung. Bevor wir über unsere Erfahrungen berichten, möchten wir von euch wissen, was haltet ihr von einer Isobus-Steuerung am Flug? Längst überfällig oder nicht nötig? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind jetzt hier in die Kabine gewechselt, schauen uns mal die Bedienung im Detail an. Flugeinstellung läuft hier komplett über das Terminal. Ich kann mit verschiedenen Szenarien arbeiten. Ich kann alle Feineinstellungen hier vornehmen. Das Drehwerk wird hier angesteuert. Man kann jetzt sagen, nach zwei Flächen, die wir heute schon gepflügt haben, man nimmt jetzt Einstellungen vor, die man im Normalbetrieb mit den Spindeln nicht machen würde. Man ist in der Feinjustierung schneller. Mit zwei Furchen gepflügt hat man eigentlich ein sauberes Bild, auch beim Flächenwechsel ruckzuck. Deswegen ist der erste Eindruck von uns jetzt hier schon sehr positiv. Im Detail sieht das Ganze so aus, dass ich alle Flächen, die hier weiß hinterlegt sind, auch direkt anwählen kann. Ich kann jetzt hier zum Beispiel ins Szenario reingehen. Da wird mir angezeigt, was hier entsprechend abgespeichert ist. Die Werte lassen sich dann ändern. Kann das Szenario neu abspeichern. Beim Flächenwechsel ganz nett. Oder wenn man dann mal Feierabend macht, den Flug abstellt, vielleicht sogar abbaut, kann man anschließend das Szenario wieder aufrufen und hat wieder genau die Einstellungen, die man hatte. Wenn ihr auch zukünftig über Neuheiten in der Landtechnik auf dem Laufenden sein wollt, abonniert unseren Kanal, am besten mit Glocke.
Auch die Wende mit allen Schwenkvorgängen läuft nach einem Druck auf die virtuelle Taste am Terminal selbstständig ab. Die hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe macht die Anpassung sehr komfortabel. Dazu sollte aber zwingend auch ein hydraulischer Oberlenker verwendet werden. Die Steuerung über das Terminal macht auch sonst die Einstellungen sehr einfach. So lässt sich der Pflug zum Beispiel mal schnell etwas auf die Spitzen stellen, um den Einzug zu verbessern oder einen festen Bearbeitungshorizont aufzubrechen. Wir haben diese Möglichkeiten im Einsatz ausgiebig genutzt. Mit einem Terminal, einem DGPS-Signal und den passenden Lizenzen pflügt der Juwel 8i auch GPS-gesteuert. Das funktioniert sowohl gerade als auch entlang einer Kontur. Der Fahrer legt eine A-B-Linie an und gibt die Sollarbeitsbreite sowie den Regelbereich vor. Den Rest erledigt die Elektronik. Eine weitere Spezialität ist das Pflügen auf eine Zielfurche hin. Die AB-Linie wird dabei auf der dem Arbeitsbeginn gegenüberliegenden Feldgrenze angelegt. Steht abhängig vom Unterschied im Verlauf der beiden Grenzen genügend Breite zur Verfügung, arbeitet der Pflug den Unterschied automatisch aus. Der Juwel 8 ist ein solider Pflug, der auch ohne GPS und ISO-Bus saubere Arbeit abliefert. Die Elektronik macht vor allem das Einstellen einfacher und das merkt man beim Einsatz. Kleine Anpassungen nimmt der Fahrer viel schneller vor, schließlich ist kein Absteigen nötig. Die GPS-Unterstützung hat ihre Spezialanwendungen, wenn zum Beispiel im Anschluss sehr exakt gepflanzt werden soll. Das Arbeiten auf eine Zielfurche hin zeigt, wohin die Reise mit autonomen Zugmaschinen gehen könnte. So, wir haben uns jetzt noch ein paar Hektar vorgenommen für heute. Deshalb geht es für uns weiter im Test